morning, and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the comfort and convenience of Black Mesa residents and visitors to the Black Mesa Research Facility. The time is 8:42 a.m. Current topside temperature is 91 degrees, with an estimated Man sieht mich nicht. This train is inbound from the Area 8 topside dormitories to the central transit hub in Area 9. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled passengers should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. If your intended destination is a high-security area beyond Sector C, you will need to board a high-security train at the Central Transit Hub. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be admitted to the high-security branch of the transit system. If you wish Alter, hätte ich nicht 5 Minuten warten können. Or C medium security lines. You may do so before you reach the central transit hub at the Area 9 security checkpoint. Access to the medium security branch of the transit system is for employees of the Black Mesa Research Facility and authorized visitors only, and requires that you wear your security badge at all times. Elevino? Friend like you? Man! Hey, Calhoun! Looks like we're in for a long day today. Have a good one, Calhoun! This train is now transferring to the Sector C line of the transit system. This is a medium security area of the Black Mesa facility. Be sure to wear your identification badge at all times. Now arriving at Area 3 security facilities. Jetzt fliegt ein Chat bei mir vorbei. Ah, nee, es war im Spiel, der Sound. Das, was man hier hört, dieses Geräusch, das ist teilweise Audio-CD-Soundtrack. Ich warte hier denn. Hold on a minute. The door's not responding to your pass ID. Let me see if I can get it open on this side. God, free man. Okay, I think I got it. Sorry about that, Calhoun. We've been having problems all over the facility this morning. System crashes, security malfunctions. It's a wonder this whole place hasn't shut down yet. Das sind die Ladezeiten, die sind extrem lang. Calhoun, you know you can't go on duty without your sidearm and uniform. Thank you.
Oh, man kann das nicht machen, was man im Half-Life 1 im Normal machen konnte. Ja, viele Leute finden das so ein, fanden das als Abzocke, weil die Spielzeit dieses Standalone-Add-ons relativ kurz ist. Und ja, es ist ein Standalone-Add-on. Opposing Force war ein normales Add-on, sprich man braucht das Grundspiel. Blue Shift ist ein Standalone-Add-on, das heißt man brauchte das Grundspiel nicht. Deswegen hatte ich mir das damals auch geholt, ja, weil es halt billig war. Und spielerisch ist es nicht schlecht, also ich habe schon erheblich Schlechteres gespielt. Es ist halt wie eine abgespeckte Version vom normalen Half-Life. I can't access my files, I can't answer my mail. I haven't even been able to get into my office. I know, sir, I know. We're doing everything we can to get the problem under control. Just give us some time to... Time? I don't have any more time. If I'm not able to get my report to the administrator in the next hour, then my job will be in serious jeopardy, and I'll make sure that mine is not the only one. Hmm, they're sore. I'm a little busy right now, Calhoun. Nice of you to show up this morning, Calhoun. Yeah, yeah, I know. Problems with the access system. Hope you're ready for a long shift. Ursprünglich sollte das Spiel heißen Half-Life Guard Duty oder so ähnlich. Also sprich Wächter, ja, Wachenpflicht oder sowas. Alte Aufzüge. Ja, man hat etwas Tiering. Mit der Überwachungskamera und... Die werde ich mal kurz benutzen. Man kann die nämlich gleich benutzen. Da! Für Leute, die Half-Life 1 gespielt haben, da läuft man mit Gordon Freeman rum. Da, für Leute, die Half-Life 1 gespielt haben, die Frau sieht man, weil die tut mit einem das Experiment durchführen. Das ist ziemlich am Anfang des Spiels, deswegen ja. Cool, nette Details, also da ist er ziemlich detailverliebt. Und das hier ist die Schussanlage, wo wir hin müssen. Ich muss sagen, die haben schon echt viel Detailverliebtheit an den Tag gelegt. Ah, und das witzige C, wo man ja gesehen hat, wo... Na komm. Ach, das ist seitlich statt. Okay. Sie spielt man in der dritten Erweiterung zu Half-Life 1. Leute, die werden jetzt sagen, Leute, die sich mit der Spielreihe auskennen, werden jetzt sagen, Moment mal, es gibt nur zwei. Was laber ich für einen Scheiß? Es gibt tatsächlich eine dritte Erweiterung, nennt sich Half-Life Decay. Nachträglich aufgenommener Hinweis wegen Audioproblemen. Bei Decay handelt es sich um eine Multiplayer-Koop-Kampagne, welche ein Bestandteil der PlayStation 2-Portierung von Half-Life 1 war. Selbige wurde dann 2008 auch als PC-Mod umgesetzt und ist jetzt auch mit der normalen PC-Version spielbar. Oh Gott, Outgaming ist aktiviert, das muss ich nachher noch ausschalten. Leute, ich sie fangen was? Das achtet auf das Fadenkreuz. Man kann also auch nicht genau schießen. Das ist irgendwie vorab ins aktiviert, das muss ich nachher deaktivieren. Aber da müsste ich jetzt ins Menü gehen und da habe ich keinen Bock drauf. Man könnte schießen üben, werde ich aber nicht tun. Obwohl, ich könnte mir ein bisschen Munition holen. Oder auch nicht. Er ist ein Easter Egg. Und er wird den Tag nicht überleben, glaube ich. Bin mich schon richtig sicher, wenn dann jemand mit einer Waffe rumläuft. Ich könnte hier einfach auch durchschießen und runterspringen. Aber das werde ich jetzt nicht tun.
Ja, das sind sie nicht so peinlich, solange nicht so heftig drauf. Solange man nicht auf Leute schießt. Ah, Personal Facilities, da möchte ich hin. Hier haben wir Rambali, Weaver, Hood, Propst. Ich weiß, dass hier eine, ich glaube, da ging mir eine auf. Wie gesagt, ich habe mich vor dem Spiel nicht schlau gemacht. Ich spiele mit dem Wissen, das ich früher schon mal hatte. Lustig aus. Truth about Aliens. Also die Wahrheit über Aliens und ich weiß nicht, ob das. Man kann das öffnen, die Box, und da ist irgendein Viech drin. Okay. Gut zu wissen. Weiß aber nicht, wie viel man da drauf schießen muss. Dann lasse ich es lieber. Ich glaube, ich brauche die Muni noch. Ja, die Grafik war damals schon nicht mehr ganz hundertprozentig auf dem neuesten Stand. Aber muss man sagen, eine Erweiterung zu dem Spiel von 1998. Uh-oh, now what? Looks like some people are having problems with the main access lift in Sector G. Why don't you go over there and see what you can do? Also es haben ein paar Leute Probleme mit dem Hauptversorgungsaufzug in Sektor G. Ob wir uns doch nicht darum kümmern könnten. Have a good one, Calhoun. Er ladet sein Ding extrem kurz. Ja, man kann überall runterspringen und sterben. Shouldn't you be guarding some donuts and coffee right about now? As I expected. Moment. Deswegen zuckt die Waffe so, das ist mir nie aufgefallen. Warum will das Auto eben, dass ich die Leute abschieße? Catch me late. Yes. This should happen. Excuse me, but I'm rather busy right now. That doesn't sound right. Let me help you. Okay. I hope you know what you're doing. Of course. Theoretically. You smell something burning? I can't really tell. Right. Let's try this. Ah! No! Whoa. That was close. Kopf weggesprengt. Well, do you have any idea what to do next? I couldn't even venture a guess. Ja, ich finde es halt sehr nett, sehr detailverliebt. I can't be bothered right now. Oh, er darf nicht gestört werden. If you're waiting for the tram to Sector G, then you're probably better off walking it. I overheard someone say that all the trams on this end of the facility are having problems. Wenn wir zu Sektor G wollen und auf den Zug dahin warten, können wir ja lange warten. Was wäre ein Sicherheitswachmann, wenn wir nicht den Umweg gehen würden?
Weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich weiß, dass wir woanders hin müssen, aber... Ach, das ist wohl irgendwas anderes. Da werden Erinnerungen wach. Diese High-End-Grafiken. Ja, ich spiele es auch mit viel Nostalgie, deswegen. Da ist G-Man. Mit dem ich damals überhaupt nichts anfangen konnte. Weil ich zu dem Zeitpunkt Half-Life 1 nicht gespielt hatte. Das Spiel war tatsächlich mein Einstieg in die Half-Life-Welt. Was viele sagen, boah, ist traurig, weil das ist so schlecht. Ich fand es damals gar nicht so schlecht. Also ich fand es nur sehr kurz. Ob ich aus dem ersten Spiel 3 Stunden durch, aber wie gesagt, lange ist her, deswegen. Ich habe es auch lange nicht gespielt. Ich habe es zwar immer wieder angespielt, aber ich habe es dann nicht durchgespielt. Das hat mich nur immer interessiert, ob es auf aktuellen Rechnern läuft. Sektor G, Main Access läuft. Und hier sind, sieht man ein paar Texte und sind richtig gut ausgearbeitet. Hier zum Beispiel Redline, Blueline. Oh nein, Redline hat nichts mit dem Film zu tun. Blueline, Greenline, Yellowline. Dann hat man hier das extrem gut texturierte Sachen. Ja gut, hier haben wir viel recycelt Modelle. Well, it's about time. We don't pay you people to mosey around at your own convenience. Make this thing work so we can get on with this miserable day. Kann leider die Waffe, glaube ich, nicht wegstecken. It's probably those anomalous materials people again. Always pushing their equipment too hard, dabbling in who knows what. I'd be surprised if there's one good brain among them. Ich würde sagen, mindestens einer. Zensiert.
Jo. Aber mit diesem interessanten Anfang wenn ich diesen Partial-Status zum Laufen bekomme, beziehungsweise das Testaufnahmen nehmen, etc. länger gedauert hat, nicht wie ich das die Woche leider weniger Zeit habe, wenn ich hier den Part, ich hoffe es hat soweit gefallen und wenn ja, dann bitte kommentieren und das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann.